Füchse in der Stadt? Ja, das hat mich am Anfang auch sehr überrascht, aber in Berlin leben seit den 1950er 1000 bis 2000 Füchse und jeden Tag, seit ich hier wohne, sehe ich irgendwo einen Fuchs und die haben es auch ordentlich hinter die Ohren. Die laufen da bis in die Wohnung hinterher, wenn man nicht aufpasst. Interessanter Side-Fact: Tollwut und Fuchsbandwurm ist in Deutschland schon seit Jahren nicht mehr nachgewiesen worden. Und das Füttern der Füchse wird mit einer Geldstrafe von bis zu 5000 Euro bestraft.